Okay, da kann man ja da mit darauf durch. Ja, darauf springen. Ah, da an der Rinde entlang. Jetzt spring nicht umeinander, du Affe. Ja, so schnell kommt hier nicht raus. Obwohl ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr erwarten, mal wieder ein gescheites Horrorspiel. Letzter Zeit hat es ein bisschen mager ausgeschaut. Jo, na so schnell glaube ich, wird das eh nicht rauskommen. Ich glaube nicht, dass das im Sommer rauskommt, ein Horrorspiel, wo die ganzen Kinder frei haben. Denke nicht. So, jetzt frage ich mich aber natürlich, warum bin ich runtergefallen? Wie konnte das passieren? Normal springt er nicht einfach, wenn nichts drunter ist. Halt! Was ist dein... Sprich halt mit mir. Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir. Nächstes Wochenende kommt Larry. Einmal ein bisschen abwechseln zum Assassin's Creed. Habe ich bestellt. Kommt aber erst am 17. raus. Das ist der Montag. Das ist wohl geschissen gelaufen. Also gibt es das dann erst nächstes Wochenende. Es ist nicht Bunker Hill. Nein, es ist Breeze. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengröße zu senden. Doch das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Stehen. Interessant. Wollt ihr wissen, was passiert, wenn ich auf Aufstehen drücke? Einmal drücken ist Aufstehen. Na, oben bleiben ist wahrscheinlich Aufstehen. Einmal noch probieren. Aufstehen. Na, er springt gleich, mein Verrückter. Dann. Gib Gas, Pferd, mach mal keinen Blödsinn mehr. General Putnam. Was? Ich suche nach John Pitcairn. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt würde? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Ich hisse diese Flagge, wenn ich Erfolg hatte. Und ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Okay, wir haben es dort.
Edition. Okay, doch nicht. Doch nicht Big Mission. Also, dass mich die nicht sehen. Von hinten auf jeden Fall ranschleichen da. Ja, ja, du bist sehr intelligent. Sinkt das Schiff? Das wäre cool. Ah, es wird nicht sinken. Wo steht die Galle? Okay, jetzt muss ich die Flaggen hissen, auf das habe ich ganz vergessen.
sagt ihr. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Doch ich fürchte sie nicht. Und ihr habt auch keinen Grund. Denn trotz besseren Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Uns jedoch nicht. Wir haben Disziplin und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Also bleibt wachsam. Spart Munition. Wartet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männer. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Verdammt! Geschafft! Das war eine gute Ansprache. Lügen, allesamt fürchte ich. Doch, solche Lügen brachten uns so weit. Was ist mit Pinker? Er verließ Boston, wie ich vermutete, und hat ein Lager auf Mountain Hill besucht. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Ich schätze, dass du außen herum bist. Oder warten, bis wir ihre Reihen gelichtet haben. Wir haben keine Zeit. Ich muss den nächsten Ansatz wagen. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März, Junge. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Okay, weil ich habe mir nicht gedacht, dass mich die jetzt abschießen. Ich muss noch einmal diesmal aufpassen. So, jetzt wird's aber lächerlich. Die schießen ja permanent, was soll ich machen? Soll ich rückwärts gehen, dass sie mich nicht sehen oder was? Augen zu machen oder was weiß ich. So. Wie soll ich da weiterkommen, ohne dass ich abgeschossen werde? Die schießen! Schau da den Trottel an! Sie feuern! Sie feuern! Entdeckung. Jede Sekunde! Entdeckung! Schau, ich bewege mich ein Millimeter Entdeckung! Okay, man kann das nicht schaffen, das ist anscheinend verpackt oder so. Schau! Okay. Schau. Ja, ich bin auch wieder da. Ja. Ich bin ja nicht so blöd für Assassin's Creed, das gibt's ja nicht.
Man, das musst du jetzt erklären, sorry, ich hab runter. Da ist ein Punkt zum Verstecken, wenn ich sehe. Okay, ich kann, egal wann ich laufe, es geht. Schau, Beschuss, Achtung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Laufen. Und ich schon wieder das nächste. Deckung! Beschuss! In Deckung! Es geht los! Und schon wieder getroffen. In einen kritischen Herzschießer. Ja. Ich weiß es nicht. Muss ich wo verstecken? Ja, ich kann mich verstecken. Egal. Egal, Dixon. Egal, wann ich rausgehe. Was? Heilen. Man kann nicht heilen. Er heilt sich selber. Ja, er heilt sich selber. An einem halben Millimeter. Ich kann nicht warten. Muss aber. Wir sehen, dass es nicht geht. So. Sie schießen! Sie schießen. Schießt. So, schau, jetzt haben sie geschossen, jetzt laufe ich. Sie schießen schon wieder. Und ich laufe wieder. Beschuss, Achtung! Es geht los! Komisch. In Deckung! Schau, ein Schuss. Runter! Los! Fast alles weg. Ganze Energie weg. Okay, passt. Wieder zurücklaufen. Das sieht mich nicht, schießt es mich gerade ab. Wenn du zu blöd bist, bist du zu blöd. Aber was soll ich machen? Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dieses Scheiß. Wirklich, ich hasse Assassin's Creed. Das ist so ein Scheiß-Spiel geworden. Das ist unglaublich. Das kann es ja nicht sein. Das ist so ein Dreck geworden. Na komm, lauf ich raus. Was und was ist dann? Oh, weiß ich nicht, ich bin in der Mongoliden-Zone. Ah, der Schotte ist, glaube ich, der Overkill, aber er schießt natürlich irgendwem ab. So, jetzt scheißegal, ich muss so wohl. Zusammen. Auf einmal geht's. Auf einmal kann ich der Killer sein. Na, ich will gehen, Rage, bei dem Spiel, wirklich. Nicht. Ich weiß nicht, das ist Assassin's Creed 1, 2, das war nicht so shit wie das. Ich weiß auch nicht, was das da hat. Und das war auf der PlayStation 3 damals noch. Das hat nicht so viel umeinander gesponnen wie das Spiel, was die Steuerung angeht. Ich bin nicht so oft verbuggt irgendwo, nicht hängen geblieben, Sachen haben nicht funktioniert. Das ist, weil die Assassin's Creed halt immer hingeschissen haben mit der Zeit. Oh, ein Teil. Oh, der nächste kommt. Oh, Teil 4. Jetzt haben wir mich wieder erwischt.
Weißt du was, ich scheiß drauf. Ich könnte es einmal schlecken. Den will ich töten, sonst keinen. Ja, nimm natürlich einen Random, das ist viel wichtiger wie den Boss. Ich probiere es halt, wenn es geht, ist gut, wenn nicht. Macht nix, kein Problem. Mit sowas. Stirb ich halt, bin ich oft genug gestorben jetzt. Jetzt werden es viele, jetzt werden es viele. Komm, verrecke jetzt endlich, das gibt's ja nicht. Ich kann auch keinen fixieren, das ist ein bisschen eine Schwachstelle. Macht nix, macht nix, macht nix. Macht nichts. Wie kann ich das Arschloch bei Luftattentat eliminieren? Starten. Bleib nicht am Baum stehen. Pete Carroll? Was? Pete Carroll? John Carroll? John Pitt Kerne. Komischer Name. Er fliegt plötzlich alleine da, komm. Na, seine ganze verfickte Schwulenbande kommt, mit denen er immer duschen geht gemeinsam. Das gibt's ja nicht. Sie haben die Logik aus dem Spiel rausgenommen. Komm her, du Bastard. Jetzt kommen zwei her. Jetzt kommen drei her. Ach ja, die Logik ist aus dem Spiel weg. Sie ist futsch. Ja, jetzt kommen fünf her. Okay, Attentat geht nicht mehr.